Hallo Leute! Willkommen bei Skyrim, wir sind hier. Und wir müssen dort rein. Was nun? Und hier ist. Müssen gut aufpassen. Diesen Kampf auch den Schrei. Wo ist der? Zeitverlangsamung? Damit war es jetzt dieser Schrei oder nicht? Doch. Hinten. Da ist er. Oh, guck mal, gegen die müssen wir kämpfen. Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe. Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Alter. Ja, jetzt kommen die. Raus! Ja.
zögert nur euren eigenen Tod hinaus. Nicht, er lässt die Decke. Was macht er? Schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Mein Arm. Er ist dort oben auf der Galerie. Kommt schon. Wartet. Wartet. Sina. Der ist fast tot. Sina. Genug, Virtor. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Er ist Vampir. Ich war Auriels Erzkurator, Mädchen. Alter, meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen. In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte, wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe, seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs, Auriels Bogen, das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Genau. Eine Prophezeiung, der eine einzige, eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ich hab die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Was sind das für Tricks? Wie sieht's aus?
sehen wir das aus? Ah ja, wir ziehen uns doch mal hier um. Weil wir nicht so gut sind. Das müssen wir anziehen und noch irgendetwas und das benennen. Das weiß ich nicht. Braucht ihr etwas? Also wurde getan, was getan werden musste. Die Wiederherstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtua tot sein muss und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft keine Schuld. Was? Wovon redet ihr da? Es war ein Vampir, er hat sie kontrolliert. Ein Vampir? Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Warum? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Ja, gern gesehen, ja. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Danke. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. Nein. Bitte. Nehmt den Bogen. Er gehört euch. Da ist der Bogen. Nehmen wir mit. Es ist schön, wieder mit euch zu sprechen. Was wird jetzt mit euch geschehen? Selbst ohne Virtua. Und ich habe geschworen, dieses Tal und alles, für das es steht, bis zu meinem Tod zu beschützen. Leg ich wohl, habe mein Freund. Ihn mir richtig vorgestellt. Warte mal, ich nehme mal ihn jetzt mal in den Tal. Dafür können wir ja den Nordbogen wegmachen. So, und tragen wir jetzt mal. Wo ist denn der Bogen? Ach, hier oben. Trotzdem, er ist schön. Ich nehme an, alles ist gut? Was könnt ihr mir über den Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes mit solcher Handwerkskunst gefertigtes Stück. Vielleicht nicht einmal über Tamriels Grenzen hinaus. Was kann man damit machen? Der Bogen bezieht seine Kraft aus Aetherius selbst und bündelt sie durch die Sonne. Wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt, der einer Verbrennung durch Feuer sehr ähnlich ist. Tatsächlich ist es nur ein Bruchteil seines vollen Potenzials. Mit sonnengeheiligten Pfeilen wärt ihr in der Lage, einen noch spektakuläreren Effekt zu erzeugen. Explosionen des Sonnenlichts, die eure Feinde einhüllen. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jedem Widersacher zusetzen. Ganz besonders aber den Untoten. Nun, den Bogen in Blut einzutauchen, würde womöglich seine Funktionsweise verändern. Seinen. Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen. Wie kann ich es? Dabei kann ich euch sogar behilflich sein. Wenn ihr mir ein paar Elfenpfeile von guter Qualität bringt, auf jeden Fall. Mehr als 20 auf ein... Warte mal, wie viele Pfeile haben wir? Wir haben... Wir können Warte. Es aber nicht. Nein, also, ich habe ihm nicht auch noch den Rest eurer Pfeile segnen sollen. Er ist schön. Nun, bevor wir mit meiner Mutter im Seelengrab gesprochen hatten, hätte ich gesagt, wir bringen den Bogen zu meinem Vater. Aber nach allem, was sie erzählt hat, ich glaube nicht, dass wir ihm vertrauen können. Wir haben den Bogen uns anhören. Wir sollten unsere Abmachung mit ihm. Dann töten wir ihn, bevor er uns... Ich zermartere mir den Kopf auf der Suche nach einem Ausweg. Doch er wird sich gegen uns stellen, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Nein,
Er muss sterben. Wir haben keine andere Wahl. Hab ich doch gesagt. Lass mich ihn gemeinsam gegenübertreten. Danke. Irgendwie wusste ich, dass ihr das verstehen würdet. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, so sprecht. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Das klingt, als sei es der letzte Teil der Prophezeiung. Das Blut einer Tochter von Kaltehafen kann den Bogen verderben. Sicher? Doch besitzt ihr Pfeile? Es müssten auch Elfenpfeile sein, damit es funktioniert. Nein, ja. Bringen wir es einfach hinter uns. Okay, das haben wir. Wenn ich euch irgendwie helfen, es ist schön wieder mit euch. Auf jeden Fall. Mehr als zwei. Gewiss. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Wie ich sehe, scheint das in diesem Fall aber kein Problem darzustellen. So, dann machen wir mal auf den Weg. Wir müssten jetzt eigentlich hier hin. Ein freundlicher Urteil. Ein freundliches Urteil. Ja, das ist die letzte, aber ich will ganz ehrlich sein, ich will noch nicht. Ich will lieber noch schnell noch was machen. Wir gehen noch schnell noch einkaufen. Wir gehen noch einkaufen, also verkaufen wir noch was. Und dann gehen wir schnell noch mal zu meinem Haus. Weil ich habe auch noch sehr viele Sachen für meine Kinder. Vampirmann, aber das will ich lieber nicht machen, weil wir heilen uns ja dann gleich, wenn wir diese Staffel geschafft haben. Mal sehen, ob wir Serena dann so eine Klinge da machen können. Weil das wäre mega toll, weil ich nehme auch dann nur die Besten von den Besten zu den Klingen. Ah. Hey, Kumpel! So, dann gehen wir hier hin. Ah. Ja. Und da ist er. Hi. Ich habe eine Menge Stahl zu. Ja, cool. Preist die Götter! Ja, okay. So, was hast du denn schon? Wir haben Teile, die Business haben, die gibt's. Das kann ich verkaufen. Das. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. So, dann Serena. Ja. Serena, wo bist du? Weiber. Da kommt sie endlich. Endlich bist du da. Braucht ihr etwas? Ja. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Danke. Serena? Nein! Nein, das hast du jetzt nicht getan! Du hast die Sachen weggeschmissen! Nein! Hm? Hier die ganzen Sachen weggeschmissen. Reißt die Götter!
Zirina, warum denn nur? Dann macht sie alles selber mal weg, ey, Zirina. Waren einfach so viele Waffen. Okay. Warte mal, gut, hier. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Ja. Ihr habt keine Kleidung. Besorgt euch welche. Ernsthaft? Tut mir leid. So könnt ihr auch im Stil was... Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder der Okay, dann gehen wir mal runter. So. Das hätten wir Hakan in der nächsten Folge eben. Wenn ihr in der Nähe seid. Was heißt das da? Was ist das? Ja, ernsthaft, hier ist auch das. Interessant. Ist das da auch? Nee, doch. Doch, da unten. Was hat das? Werden wir vielleicht noch herausfinden. Naja. Wir kaufen schnell noch ein paar Sachen, dann schnell noch ein Haus, Geld abholen und dann los geht's. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gibt. Alles Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Bitte, ich würde... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Na, er hat noch... Okay, damit können wir noch was anfangen. So, dann gehen wir schnell nach Hause, packen dort unsere Sachen hin und dann töten wir ihn, den Hakan. Oder wir können auch den Bogen geben. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Leute. Bin ganz. Ich weiß immer noch nicht, ob das geht, mit Sirena. Ob man die dann so eine Klinge machen kann. Ich weiß es nicht. Das können wir ja mal ausprobieren, wenn wir Hakan in der nächsten Folge getötet haben. Wenn nicht, dann lassen wir einfach sie dort. Da kann sie mit den anderen Vampire herrschen erstmal. Und ich mache dann meine Geschäfte weiter. Aber Sirena wäre eigentlich richtig gut, wenn sie zu den Klinken gehören. Ey. Weil das wäre einfach cool. Und das ist Denkra, der das hat. Ist eigentlich, haben alle von der Dämmerwacht so ein Amulett. Ja, die
das ist ein Horn, was so, ja, dessen, was da rauskommt. Keine Ahnung. Das ist unsere Frau. Schön, euch zu sehen. Ja, hier ist eure Hälfte, mein Schatz. Ihr seid zurück. Wollen wir etwas spielen? Oh, siehst du. Was wollen wir spielen? Lass uns Fang spielen. Gut, ihr seid dran. Hier draußen ist es so hell. Oh, ihr habt mich. Dann spielen wir noch ein bisschen. Gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein. Nein, das. Boah, ist aber so hart, ey. Oh. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Sie versucht uns zu fangen, ey. Ein Geschenk. Danke. Papa, ein Geschenk. Danke. So, gehen wir schnell mit uns zur Frau. Ja, mein Herz. Okay. Ich dachte, wir können mit sie noch das verkaufen, aber geht dann nicht. So, jetzt sind wir wenigstens wieder normal. Also Leute, dann packe ich schnell noch ein paar Sachen weg. Und dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge in Skyrim. Wenn das heißt, wir treten dem Vampirkönig gegenüber. Mal nachsehen, wie es läuft. Dann bis zum nächsten Mal, Leute.